Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder einen kleinen Trick für euch, ein kleines Hack und ihr werdet euch sicher fragen, was hat Leberwurst aus der Tube und Vanillepaste miteinander zu tun? So viel eigentlich gar nichts, bis auf den Deckel. Und auch da jetzt, ja, Achtung Werbung, das ist jetzt von Penny, aber nur weil zufällig ich beides in einem Laden bekommen habe, das heißt jetzt nicht, dass die unbedingt viel besser ist oder anders ist als andere Leberwurst, die in der Tube, die ihr überall kaufen könnt, also in sämtlichen Futterläden und in sämtlichen Drogeriemärkten gibt es ja auch, die haben alle so eine Leberwurst, was vom Inhalt her in der Regel völlig identisch ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte diese Vanillepaste mal in der Hand und hatte den Deckel gesehen und dachte, oh Mensch, der Deckel, der sieht gut aus, der könnte passen, weil ich die in Weiß immer teuer gekauft habe. Und das ist jetzt einer von der letzten, also den habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt. Der Clou an der Geschichte ist, es war wieder klar, jetzt kriege ich es einhändig nicht auf, aber der Clou an der Geschichte ist, das ist ein Klappdeckel und ihr seht, die Hunde haben da schon ein bisschen, waren da schon ein bisschen dran. Eine Nase ist auch direkt schon einmal hier. Die kennen das Klappgeräusch. Und das Gewinde von diesem Klappdeckel ist tatsächlich genauso wie das Gewinde von der Leberwurst. Moschu, gibst du mir den mal her, bitte? Ja, bring mal her. Dankeschön. Nee, gib mal her. Möchte hochgeben. Dankeschön. So. Das heißt, dieses Gewinde, die ist noch zu, passt darauf. Das heißt, wenn ihr das miteinander verwenden wollt, kleine Sekunde, ich stech das einmal an mit dem Deckel. So, einmal, wie man sieht, direkt angestochen. Und dann kann man den nämlich da einmal raufdrehen. Voll professionell wieder bei mir hier. Aber darum geht es jetzt zum Glück nicht. Also einmal drauf gedreht und ihr habt die Tube immer sofort griffbereit. Könnt da die Leberwurst rausdrücken. Euren Hund damit einmal beköstigen. Den Deckel zumachen und das Ding wieder in die Tasche stecken. So als kleiner Hack, weil ihr kennt das bestimmt alle, dass man sich mit diesen Scheißdeckeln immer wieder abärgert und die passen nicht richtig drauf oder die verkanten sich und dann läuft da trotzdem irgendwie Öl raus und so weiter und so fort. Und das habe ich tatsächlich mit den Original, mit den weißen Deckeln nicht gehabt und das habe ich auch nicht mit dem Vanillepastendeckel nicht gehabt. Das heißt, wenn ihr backen wollt, dafür Vanillepaste braucht, guckt mal, gibt es bestimmt auch in anderen Läden ähnlich. Achtet da nochmal auf das Gewinde. Auch da, den kann man abschrauben. Auch da muss ich wieder zugreifen. Sekunde. Also auch da seht ihr, man kann dann sich das Gewinde angucken und schon mal schauen, abschätzen, passt das oder passt das nicht. Wenn man sich verkauft hat, ja, ups, dann muss man halt nochmal kaufen. Aber es war ein Versuch wert. Das ist der neue Deckel. Also ich mache auch immer die erstmal einmal alle, bevor ich dann den Deckel für mich benutze. Aber diese Deckel halten tatsächlich ziemlich, ziemlich lange. Ich habe den, der jetzt hier gerade frisch drauf ist, den habe ich auch jetzt, glaube ich, schon fast ein halbes Jahr im Gebrauch. Also ich teste mal erstmal selber lange, hält es nicht. Irgendwann ist das Plastikscharnier kaputt und dann muss man es doch entsorgen, aber man kann es halt noch eine ganze Weile recyceln und das ist eine coole Geschichte. Ja, wer das gebrauchen kann, weil er sowieso Leberwurstpaste benutzt, hier ein kleiner Tipp. Viel Spaß dabei und bei dem schönen Wetter noch ein schönes Wochenende. Bis dann!